Ja, hallo, willkommen bei unserem neuen Video. Eigentlich wollten wir bloß die Insta testen, weil es im Urlaub nicht hingehauen hat. Aber als wir dann die Bilder gesehen haben, so wie das hier, da haben wir gesagt, wir müssen mal über unsere Kurventechnik reden. Mehr nach dem Intro. Nachdem in unserem Urlaub die Insta nicht funktioniert hat und das wahrscheinlich an der defekten Speicherkarte lag, haben wir jetzt bei einem unserer letzten Ausfahrten, zumindest für mich, weil ich habe ja nur bis Ende Oktober, jetzt mal die Insta hinten montiert und konnten uns jetzt mal von einer ganz anderen Perspektive mal anschauen, wie wir fahren, besonders die Kurven. Ja, genauso wie die Tanja es sagt, ist es. Ihr seht ja jetzt bei der Tanja, sie fährt die Kurve schön außen bei der Rechtskurve. Aber wir sind einige Kurven gefahren und da ist uns doch einiges aufgefallen, was wir jetzt hier nochmal ansprechen möchten. Zuerst hatte ich die Kamera bei mir hinten dran und Tanja ist hinter mir hergefahren. Ihr seht hier in der Nähe von Kalchreuth langgezogene Kurven. Sie ist zwar nicht ganz außen am Fahrbahnrand, aber dennoch weit weg von der Fahrbahnmitte. Auch hier jetzt bei der Rechtskurve schön die Räder an der Mittellinie, so wie es eigentlich sein soll. Hintergrund ist wirklich, wir haben das unbewusst gemacht, wir hatten das nicht extra drauf, sondern jetzt erst festgestellt. Hier eine Besonderheit, Einmündung, viel zu früh eingelenkt, Tanja musste also noch korrigieren. Oder wie siehst du das, Schatz? Ja, ich sehe das genauso. Also ich wusste schon, dass ich die Kurve schlecht gefahren bin, aber dass das so schlecht war. Aber es ist ganz gut, das auf diesem Bildmaterial so mal zu sehen und das vielleicht zukünftig zu verbessern. Auf der Strecke sind auch einige langgezogene Kurven, wie ihr hier sehen könnt. Ich bin sie intuitiv gefahren, ohne jetzt da groß drauf zu achten, ob ich wirklich an der Mittellinie lang fahre oder weit außen. Und ich finde, die Kurvenlinie war ganz akzeptabel. Hier ist ein Kreisverkehr. Das war für mich anfangs auch immer ein großes Problem, Kreisverkehr zu fahren, besonders dass, nachdem ich auch mal in einem gestürzt bin. Aber mittlerweile ist das auch überhaupt kein Problem mehr. Hier kommt gleich eine Linkskurve. Dasselbe Problem wie vorhin bei meiner Rechtskurve. Viel zu bald eingelenkt. Der Hermann macht jetzt hier dann nochmal eine Zeitlupe. Da könnt ihr das sehen, dass ich da wirklich viel zu bald einlenke, noch viel mehr Platz gehabt hätte. Wir fahren jetzt hier gleich raus auf einen Parkplatz, um die Kamera zu wechseln. Aus dem Grund, damit der Hermann auch mal sieht, wie er seine Kurven fährt oder seine Linie ist. Wie die Tanja schon gesagt hat, haben wir die Kamera ummontiert auf die 1000er XR, damit ich mal hinterherfahren kann, damit die Tanja mich filmt. Das erste, was kam, waren ein paar Orte. Und ich bilde mir immer ein, boah, die engen Kurven in Orten. Ich drücke das Motorrad schön und komme da schön um die Kurven. Aber ihr werdet jetzt gleich sehen, hier im ersten Ort und dann später in Weingarts. Ich komme zu früh aus der Kurve raus. Ich hätte noch ein bisschen weiter in der Kurve drin bleiben können und komme zu früh aus den Kurven raus. Das ist das, was mich ein bisschen erstaunt. Und von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass wir jetzt den Kameratest gemacht haben. Ja, hier schaut es jetzt ganz gut aus. Da bin ich lange draußen geblieben. Ja, vor Weingarts, Überlandstrecke. Auch hier, vielleicht hätte ich noch ein bisschen näher an der Mittellinie fahren können. Ja, da musste ich über die Mittellinie oder wir beide, weil wir dann einen Traktor überholt haben. Das sind auch etwas schnellere, längere Kurven, wo ich mit dem Prinzip grundsätzlich zufrieden bin. Hintergrund ist ganz einfach, wenn man Rechtskurven fährt, dass man nicht zu nah am Straßenrand fährt
und bei Linkskurven, dass man immer noch genug Abstand zum Gegenverkehr hat und nicht sehr nah an die Mittellinie kommt, was anfangs bei uns doch sehr, sehr häufig vorkam. Ja, ist jetzt mit der Rückwärtskamera nicht zu erkennen. Das ist eine langgezogene, enge Kurve, schön an der Mittellinie entlang. Das Motorrad bleibt schön an der Mittellinie, so wie es eigentlich sein soll, recht weit von der Fahrbahnbegrenzung rechts entfernt. Hier nochmal eine Linkskurve, auch schwer zu erkennen, die hat schon Kernformat. Zum Ausgang der Kurve komme ich wieder zu weit zur Mittellinie, nicht schlimm gewesen, aber man hätte die Kurve durchaus besser nach außen fahren können. Hier jetzt, wie angesprochen, die Ortsdurchfahrt von Weingarts. Ich versuche das Motorrad in den engen Kurven zu drücken. Ich liebe diese Kurven in Weingarts, auch wenn es in der Ortsmitte ist. Die sind sehr schön zu fahren, sind teilweise 90 Grad. Aber hier sieht man es auch. Ich war schon wieder sehr, sehr weit rechts am Straßenrand. Die hier ist in Ordnung. Da bleibe ich schön rechts außen. Das ist soweit in Ordnung. Das ist jetzt schon nach Kunreuth. Nach Kunreuth kommt eine Lieblingsstrecke von mir. Die kann man flott fahren, sind schöne Kurven drin. Wir hatten das Problem, dass da ein Fahrzeug vor uns war, das uns etwas eingebremst hat. Aber hier kann man auch nochmal die Kurvenlinie sehen, dass bei Rechtskurven das Motorrad mit den Rädern möglichst an der Mittellinie sein sollte. Und bei Linkskurven an der Außenlinie habe ich recht oft hinbekommen. Manchmal komme ich aber zu früh von der Kurvenlinie weg. Und das ist was, was man in Zukunft einfach noch besser trainieren muss, dass man die Kurve richtig ausfährt und nicht zu früh einlenkt. Für mich wirklich überraschend, die Bilder zu sehen. Man denkt immer, man macht alles richtig. Und wenn man dann die Bilder sieht, wie man fährt, dann merkt man doch, hoppla, da ist doch Verbesserungspotenzial dabei. Ja, und es erfolgte wieder ein Wechsel. Wir haben die Kamera auf meine Maschine umgebaut, auf die Multistrada. Tanja fährt hinterher. Wir sind inzwischen schon ein ganzes Stück weiter. Wir sind oberhalb von Ebermannstadt und fahren die Strecke hoch zur Burg Feuerstein. Die Strecke bietet viele Kurven, also weit geschlungene oder enge Kurven zum Üben. Leider ist alles auf 50 begrenzt, aber wir fahren es öfters mal, um einfach die Kurven zu üben. Und jetzt mit der Insta ist es wirklich mal sehr interessant, mich selbst zu sehen. Da entdecke ich auch immer mein Manko, dass ich zwar gut anfahre, aber dann immer viel zu bald einlenke. Und wie gesagt, die Strecke hier, da kann man wirklich mal ganz gut üben. Heute war auch überhaupt kein Verkehr. Somit war das recht flüssig. Aber wenn ich mich jetzt einschalten darf, ne? Du kommst schon manchmal ein bisschen in die Mitte, aber es ist nie die Gefahr da, dass du im Gegenverkehr kommst. Aber wie du selber sagst, die 100% saubere Linie treffen wir nicht. Auch wenn ich mich jetzt hier wiederhole, wir sind ja die Kurven nicht bewusst gefahren. Wir sind einfach frei Schnauze gefahren. Uns ist ja erst das Kurvenverhalten aufgefahren, als wir das Video angeguckt haben. Also das ist alles rein intuitiv, die Fahrweise, wie du die jetzt hier am Tag legst. Das stimmt bei der einen Kurve. Weiß nicht, kommen die jetzt noch? Ja, die Oder? müsste noch kommen. Also da habe ich gemerkt, dass ich zu bald zu eng na. Die Kurve zugemacht hast? Ja, genau. Dann habe ich mich korrigiert, aber das ist alles so im Unterbewusstsein. Ja, aber hier sieht man es, hier bist du schon sehr nah an der Mittellinie gewesen. Also es war so im Grenzbereich, wo man die Kurve besser ausfahren könnte. Ja, wir sind jetzt hier schon im Bereich des Flughafens von Burg Feuerstein, also diesem Segelsportflughafen. Und dann geht es hier wieder runter nach Drosendorf, eben auch verbunden mit diesen engen Kurven, oder das sind ja eigentlich auch schon Kehren. Man kann hier auf dem Stück Kehren üben. Jetzt müsste gleich die Kurve kommen, die du zu bald eingelenkt hast, wo man dann sieht, dass du kurz nochmal korrigiert hast und nach oben gezogen hast. Intuitiv richtig, das passiert ja nicht bewusst. Aber auch hier, wenn ich jetzt die Kurve sehe, eigentlich vernünftig angefahren. Grundsätzlich passt es schon so, wie wir oder wie du die Kurven fährst. Ich merke schon, na, wir hätten es gar nicht aufnehmen sollen. Es wird alles. Jetzt kommt die Ja, genau, Korrektur. da, Da, ne? Da hast ja. du kurz hochgezogen.
Ja. Das zeigen wir jetzt nochmal in Zeitlupe, ne, eingelenkt Ich dachte, und oh. jetzt kurz nochmal nachgezogen, weil Ja. du gemerkt hast, du bist sehr nah an der Mittellinie und jetzt ziehst du raus, jetzt gehst du wieder weiter nach draußen. Also da wirklich sehr lange draußen zu bleiben, das kostet wirklich Überwindung. Da meine ich dann immer, ich fahre rechts in den Graben raus, ne? Aber es sollte man eigentlich ja so machen, um nicht in den Gegenverkehr zu kommen. Aber da wieder, Da, ne? ja, ich hab immer einen Hang zur Mittelleit. Zur Mittellinie. Zur Mittelleitplanke, ja, okay. Entschuldigung, Leute. Zur Mittellinie, genau. Aber ich denke, das ist ganz ehrlich, weil wir das da nicht bewusst gemacht hätten. Wenn wir jetzt gesagt hätten, wir achten bewusst auf die Kurvenlinie, dann hätten wir es noch besser gemacht. Aber das ist jetzt, wie gesagt, einfach frei Schnauze fahren und gar nicht so verkehrt. Aber für uns ein Zeichen. Achte besser darauf, dass die Kurven schön außenrum Ja. zu Ende fährst. No. Ja, also für uns total überraschend gewesen, vielleicht auch für euch als Hinweis, achtet mal darauf, wie ihr die Kurven fahrt, dass ihr nicht zu sehr in den Gegenverkehr kommt, dass ihr die Kurven weit außen zu Ende fahrt, so wie jetzt hier die Tanja eben. Ist ein Zufallsvideo geworden. Ursprünglich war es ja bloß der Test für die Insta, warum die im Urlaub nicht funktioniert hat. Ja, wir haben schon gewitzelt, dass wir jetzt wahrscheinlich aufnehmen und keine Speicherkarte drin haben. Ne? Ja, Weil es ist genau. auch schon passiert. Ja, ganz genau. Na, also das ist jetzt das Ergebnis, was dabei rausgekommen ist. Wenn es euch gefällt, Hinterlasst uns gerne ein Like. oder ein Abo wäre natürlich super. Ansonsten grüßen euch wie immer der Hermann. Und die Tanja, schaut euch das Video an, achtet auf eure Kurven, bleibt immer oben, immer Asphalt unterm Reifen und bis demnächst. Tschüssi! Eure Hermann Jas.